Ja, hi, ich bin der Stefan und ihr seid hier nicht bei Hör mal, wer da hämmert. Wir zeigen euch heute, was das hier mit dem hier zu tun hat. Jetzt bei MusicStore.tv. Hey Stefan! Hi Manfred! Wie läuft's? Ach ja, ganz gut. Du spielst Gitarre? Ich versuche mein Bestes, ja. Mit Bodeneffektgeräten? Es ist sehr effektives Arbeiten, ja. Ja, da habe ich dir was Schönes für mitgebracht. Was hältst du denn davon? Schönes blaues Brett. Das ist richtig, aber es geht gar nicht um das blaue Brett. Das heißt, darum geht es auch, dazu kommen wir später. Sondern es geht um diese Gummiteile, die da drauf sind. Das sind nämlich Pedal Boots. Magst du mir mal zeigen, was man damit machen soll? Ja, sehr gerne. So Stefan, das ist ein klassischer Aufbau für Bodeneffektgeräte. Alles schön ordentlich verkabelt. Schön und gut, so kennt man das seit langem. Jo. Was ist das Problem? Fällt dir nichts zu ein, oder? Mir nicht, nee. Mir aber, guck mal. Wenn du trittst drauf, alles verschiebt sich. Und das hält überhaupt nicht. Und zum Transportieren musst du alles einzeln abstöpseln, die Sachen alle in den Koffer schmeißen und dann aufbauen. Total umständlich, oder? Ja, hast du recht. Genau, und da habe ich jetzt eine Lösung für dich. Cool, zeig mal. Das sind die Pedal Boots. Die sind jetzt hier auf dem Flightcase-Brett von MGM Cases montiert. Das Ganze kommt natürlich komplett in einen Koffer. Der ist jetzt nicht dabei. Man muss sich jetzt vorstellen, du kannst das Brett in den Koffer tun, nimmst es beim Gig raus aus dem Koffer, stellst es hin und hast dann in diesen Pedal Boots geschützt deine Effektgeräte. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Steckst es so rein, geht relativ straff, aber dafür hält es auch gut und kann überhaupt nicht mehr verrutschen. Und das Effektgerät ist dann auch noch gegen Stöße und Tritte geschützt. Und anordnen kann ich die, wie ich mag? Ja, kannst du, wie du magst. Ich habe das jetzt hier schon vorbereitet und ich würde sagen, ich zeige dir jetzt einfach mal, wie aus diesem Brett dieses wunderbare Gesamtkunstwerk geworden ist. Und dafür haben wir jetzt einen Akkuschrauber gebraucht? Ja, natürlich kannst du es auch, wenn du genug Kraft in den Knochen hast, das auch mit einem normalen Schraubendreher machen. Ich hätte es locker geschafft, du nicht, mein kleiner Freund. Aber wie gesagt, mit dem Akkuschrauber ist es ein bisschen einfacher, all die vielen Schrauben reinzudrehen. Du kannst das also beliebig anordnen und es gibt diese Pedal Boots, diese Gummifüße, sag ich mal, für alle möglichen Standard-Effektgeräte, wie zum Beispiel für so ein Boss-Teil hier, das passt dann ganz genau da rein, sitzt wie gesagt relativ stramm, soll es ja auch. Oder hier das Eneloop, so ein Akku zur Stromversorgung der Geräte, das zeigen wir noch mal in einem anderen Video. Oder halt hier das TC Electronics Polytune. Gibt es immer maßgefertigt, diese Dinger, darum sitzen die halt auch perfekt drin und kannst sie selber ausprobieren, also die wirst du mit dem Fuß dann nicht raustreten können. Ja, Manfred, beeindruckende Demonstration von dem Brett mit den Gummifüßen. Ja, es ist ein Brett mit Gummifüßen, Gummischuhe besser gesagt, für Effektgeräte. Ich finde eine echt innovative Lösung, hat es so noch nicht auf dem Markt gegeben. Und wer mehr über die Pedal Boots wissen möchte, der sollte sich eine Webseite anschauen und zwar www.musicstore.de. Verdammt richtig. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.